Meine lieben Zuseher, hallo, hier ist Alpi. Ich zeige euch ein Spiel auf Kanto-Ebene und ich zeige euch ein Spiel von Killerfish. In diesem Cast soll es ein bisschen darum gehen, die Spielweise dieses Spielers, von ihm hier, von Killerfish, einem deutschsprachigen Spieler, mehrfachen Turniersieger und auch ganz, ganz netten Kerl, ein bisschen genauer zu analysieren. Und zwar deshalb, weil ich finde, das ist es einfach wert. Das soll keine Anbiederung sein gegenüber Killerfish, aber ich habe ihn ein bisschen kennengelernt jetzt, habe in der vergangenen Woche das ein oder andere Spiel mit ihm und auch gegen ihn gespielt, habe 2 gegen 2 mit ihm gespielt, ein bisschen mit ihm gequatscht, werde ich euch danach auch noch zeigen im Verlauf dieses Casts. Und ich bin einfach der Meinung, dass das, was er macht in Shogun 2 Total War, das ist einfach speziell. Und ich denke auch, manchmal wird es ein bisschen falsch verstanden, vor allem von seinen Gegnern und von denjenigen, die gegen ihn verlieren. Weil seine Taktik ist sehr, sehr unorthodox. Sie riecht ein bisschen nach, ja, wie soll ich sagen, nach Spam. Aber ihr werdet im Verlauf dieses Castes sehen, dass das, was er hier macht, alles andere als Spam ist oder Exploiten oder irgendwie Bescheißen oder was auch immer, egal was man irgendwie dazu sagen kann. Es ist hohe Kunst und wir sehen das jo, in diesem ersten Spiel hier auf Kanto-Ebene. Hier spielt Killerfish gegen einen ziemlich starken Gegner vom Clan Vis et Honor. Der Junge heißt Blitzkrieg. Und ich gehe zuerst mal auf die Armee von diesem Blitzkrieg ein. Ich lasse das Spiel pausiert, damit wir ein bisschen Zeit haben. Das hier soll ja eine Art Analyse sein. Und für eine Analyse, da kann man sich dadurch auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Gut, Blitzkrieg hat eigentlich eine, ich würde sagen, mehr oder weniger typische Armee. Typisch nicht anhand der Einheiten, die er hat, sondern aufgrund der Art und Weise, wie die Armee von den Einheitenarten zusammengesetzt ist. Was meine ich damit? Also, wir haben hier einen relativ starken Bulk von Infanterie. Wir haben Naginata-Begleiter, das ist typisch, in der Front als Meat Shield. Wir haben relativ starke Naginata-Samurai, auch das ist eigentlich typisch. Wir haben einen Nodachi, wir haben nochmal Naginata-Samurai, Naginata-Samurai, Yari-Samurai, Naginata Samurai, Yari Samurai. Also eigentlich sehr, sehr viele Speere. Das ist auch typisch. Sehr, sehr viele Spieler spielen mit Speeren. Das geht natürlich noch extremer. Also es geht dann auch mit Kriegermönchen, die extrem hochgepusht sind oder was auch immer. Long Yari, Ashigaru. Vom Prinzip her ist es aber dasselbe. Es ist ein sehr starker Bulk mit Speerkampfeinheiten. Aufgefüllt mit Lundenschloss Samurai und mit Lundenschloss Kriegermönchen hier. Er hat jetzt alles nicht so stark gepusht über die Veteranenmarken, aber das spielt an sich nicht so eine Rolle. Trotzdem. Dazu ergänzt 2 Einheiten Kavallerie und ein General. Klar, das ist in dem Fall ein Führerschaftsgeneral. Gut, wie gesagt, das ist für mich eigentlich so eine Armee, wie sie von der Grundzusammensetzung her typisch ist. Relativ viel Infanterie, ergänzt mit einigen Lundeneinheiten, das können im anderen Fall auch Bogeneinheiten sein, und noch ein bisschen ergänzt durch Kavallerie. Die Kavallerie dient hier eigentlich vor allem dazu, zu verhindern, dass feindliche Kavallerie der Armee in den Rücken fallen können. Das ist kein schlechtes Setup. Ich meine, das ist ein interessantes Setup. Und wow, die Taktik, die funktioniert eigentlich auch ziemlich häufig, würde ich sagen, in Shogun. Ist jetzt vielleicht nicht das Super-Hammer-Build, also da gibt es sicherlich stärkere Infanterie-Builds, aber wie gesagt, für mich ist das so ein bisschen typisch. Also, das ist der Blitzkrieg. Gut, was bringt denn nun Killerfish? Killerfish bringt eben was völlig anderes und das macht das Ganze interessant. Er hat hier im Wald eine Einheit leichte Kavallerie versteckt, Level 0. Dann hat er eine sehr, sehr starke Kavallerieabteilung. Er hat Bogenkavallerie mit 175er Range. Das ist eine Terror-Einheit. Er hat eine Yari-Kavallerie Level 7. Sehr, sehr stark hochgeskillt mit 18 Nahkampfangriff. Das ist auch so etwas. Viele Spieler nehmen ja eigentlich nur Naginata Kriegermönchskavallerie mit. Killerfish bringt nahezu ausschließlich Yari-Kavallerie. Er hat hier nochmal eine Yari-Kavallerie.
Er hat einen Naginata-Begleiter. Dann hat er hier so ein bisschen modularisiert. Er hat Naginata-Begleiter, er hat Nodachis Level 2. Die sind nur auf Nahkampfangriff geskillt. Und er hat nochmal Nodachis. Dann hat er eine Einheit Lundenschloss Kriegermönche, fast nicht geskillt, nur Level 2. Ich glaube, die sind nur auf Nachladen geskillt. Ja. Tetsubo Kriegermönchsheld, das ist eine Moral-Push-Einheit. Dann hat er einen Naginata-Begleiter und nochmal zwei Einheiten Nodachis Level 2. Und auf dem anderen Flügel noch mehr Kavallerie, hat seinen General, und das ist ein ganz, ganz krasser Melee-Gen. 36 Nahkampfangriff, hat auch entsprechende legendäre Rüstungsgefolge drin, um diesen Melee-Gen zu pushen. Also das ist ein Monster. Hat Banzai, auch noch mit Sammeln und mit Motivieren ergänzt. Sehr, sehr starke Einheit. Eigentlich die stärkste Einheit auf dem Feld hier. Dann hat er nochmal Yari-Kavallerie, wie könnte es auch anders sein. Und er hat berittene Schützen. Naja, berittene Schützen. Ich habe ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu den berittenen Schützen, aber im Fall von Killerfish mache ich da eine Ausnahme, weil der kann einfach sonst spielen. Und da sage ich jetzt mal nichts. Gut. Also ihr seht, eigentlich zwei ziemlich unterschiedliche Setups. Er hat sehr, sehr viel Geld investiert in die Kavallerie, relativ wenig Geld investiert in die Infanterie, dennoch einiges an Infanterie mitgenommen. Und er hat vor allem eins, er hat die Mobilität. Und Mobilität ist eigentlich das Stichwort, würde ich sagen, bei der Taktik, die Killerfish anwendet. Ich habe wirklich versucht, ein bisschen zu ergründen, was er eigentlich macht und wie er es macht. Und er hat mir das eigentlich auch ziemlich gut erklärt. Also ich habe länger mit ihm gequatscht und er hat das ganz gut erklärt. Er hat gesagt, weißt du, am Anfang bei Shogun, also am Anfang muss ich sagen, er hat über 2000 oder fast 3000 Matches gemacht im Matchmaking, also sehr, sehr viel Erfahrung. Und er hat mir gesagt, weißt du, am Anfang habe ich das auch so gemacht wie alle anderen auch. Ich habe da meine super Infanterie gezüchtet, Kriegermönche oder Naginata Samurai mit Banzai, dieser Level 8 Monster oder Nodachis, Level 6 mit was auch immer, Katanas mit Banzai und Yari-Ashigaru mit Hold Firm, Long Yaris mit Hold Firm. Und dann habe ich dasselbe Spielchen gemacht wie alle, habe meine Armee in die Mitte geschickt, voll rein in den Melee. Hold firm, also aushalten, ausgelöst, dann Banzai gezündet und den Kriegsschrei gezündet. Ja, und dann war das Spiel auch schon vorbei. Nur, mit Micro, also mit Spielen, hatte das eigentlich nichts zu tun. Ja, und da gebe ich dem Killerfisch eigentlich recht, weil all diejenigen, die ihre super hochgezüchteten Infanterie-Builds ins Feld führen und die dann einfach in den Melee reinschicken, und alle ihre Spezialfähigkeiten zünden. Ja, das sind auch gute Spiele und das ist alles ganz nett und toll, aber wenn man es eigentlich so ein bisschen, ja, wenn man es ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen zugespitzt betrachtet, kann man eigentlich sagen, dass das mit Micromanagement und mit Spielen nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Ich will ja niemandem zu nahe treten, das ist effektiv. Ja? Aber, ja. Micromanagement, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das sehr viel erfordert, also diese Infanterietaktik, sondern das ist dann eher eine Sache von, wie stelle ich mir eine Armee korrekt zusammen und wie nutze ich eigentlich sämtliche in Shogun vorhandenen Features und Spezialfähigkeiten korrekt aus. Gut. Also, wir sehen jetzt bereits, ich konzentriere mich jetzt mal wieder ein bisschen auf die Schlacht. Also wie gesagt, Killerfish hat mir das eigentlich so erklärt, so ist er auf diese Taktik gekommen. Er hat gesagt, ich hatte die Nase voll von diesem Infanteriegebulke, von diesem exzessiven Ausnutzen all dieser Spezialfähigkeiten und ich wollte was Neues machen und dann hat er das hier erfunden. Und ihr seht eigentlich bereits im Ansatz des Spiels, worauf das Ganze hier rausläuft. Im Gegensatz zu seinem Kontrahenten hat Killerfish seine Armee bereits wesentlich stärker aufgesplittet. Er hat sie sehr stark aufgeteilt in einzelne Bereiche. Er hat sehr mobile Kavallerieflügel, die geschützt werden durch Begleiter. Und er pusht sofort auf das wichtige Dojo, auf das Schwert-Dojo mit einer Begleitereinheit. Er pusht auch auf den Schrein und zwar immer mit billigen Einheiten. Ja? Mit den Fernkampfeinheiten, hier mit der Bogenkavallerie. Die nutzt er eigentlich gezielt, um Terror zu machen, um seinen Gegner zu verwirren, um ihn aus der Reserve zu locken. Und mit seiner Kavallerie schwärmt er eigentlich die ganze Zeit hier in der Gegend rum und setzt bereits im Ansatz hier zu einer Umklammerung an.
Weil ihr seht es, wenn ihr so ein Build bringt wie Killerfish und die wenigsten Spieler bringen solche Builds, weil sie sehr, sehr schwierig zu handeln sind, dann hat man einen Vorteil in der Mobilität. Und genau darauf zielt die ganze Sache ab. Ihr seht, was passiert. Er hier setzt sich mit seiner starken Infanteriearmee einfach mal in die Mitte. Würde ich auch machen, macht auch Sinn. Aber jetzt kriegt er Zunder, weil er hat nicht so viel Kavallerie, um sich gegen diese ganze Mobilität, um sich gegen die berittenen Schützen, um sich gegen die Bogenkavallerie wirklich zur Wehr setzen zu können. Einfach drauf losrushen bringt auch nichts, weil Killerfish kann sich immer wieder zurückziehen. Und Killerfish baut jetzt hier eigentlich eine Feuerlinie auf. Er hat berittene Schützen auf der einen Seite hier. Er deckt die berittenen Schützen sehr clever mit seiner Kavallerie. Er benutzt das Dojo, um abzuschirmen gegen die Luntenschlösser seines Gegners. Er hat hier eine Luntenschlosseinheit, ebenfalls, die eine Art Feuerlinie bildet, die geschützt wird durch die Kavallerie. Er hat hier hinten den Tetsubo-Kriegermönchsfeld. Er hat die Bogenkavallerie als Verlängerung dieser Feuerlinie. Und er hat hier drüben Nodachis, Begleiter. Und er hat eine leichte Kavallerie, die er mit einem weiten Bogen hier in den Rücken führt. Und ja, ihr seht eigentlich, auf was es rausläuft, wenn man das Ganze ein bisschen rauszoomt. Wir haben bereits eine Art Umklammerung hier. Er macht einen schönen Bogen um seinen Gegner. Und jetzt muss ich ganz kurz eine Pause machen, weil der Yoritomo mich angeschrieben hat. Und das ist immerhin mein Clan-Leader. Geht gleich weiter. So, gut. Also, ich lasse mal normal weiterlaufen. Also, wir sehen das Spiel, das sich jetzt hier entwickelt. Die berittenen Schützen und die Bogenkavallerie, wie auch der Jan, der hat ja ebenfalls einen Bogen. Das ist ein Melee Jan mit einem Bogenpunkt. Die beginnen jetzt eigentlich mal mit ihrem Job. Sie fangen mal an, die Luntenschloss-Samurai hier total auseinanderzunehmen. Ein erster schöner Charge mit der Yari-Kavallerie. Gleichzeitig schießt jetzt auch diese Feuerlinie in die Luntenschloss-Samurai hinein. Und ja, also, die erste Fernkampfeinheit seines Gegners ist weg. Das ist mal ganz wichtig. Dem Gegner die Fernkampfeinheiten wegzwacken und ihm die Kavallerie wegzwacken. Und das gelingt jetzt eigentlich Killerfish bereits, weil sein Gegner verzettelt sich hier. Er baut hier eine schöne Falle auf. Und der Kampf entbrennt jetzt eigentlich um die Dojos. Killerfish bringt seinen Melee-Gen. Und da der Melee-Gen unempfindlich ist für Speerattacken, kann er im Prinzip sogar in Yari-Samurai reinrauschen. Auf der anderen Seite versucht jetzt der Blitzkrieg einen Gegencharge zu machen mit seiner Kavallerie. Weil aber Killerfish einfach überall ist, kann er ihn hier schön abfangen. Hält die Yari-Kavallerie eigentlich nur zum Blocken hier. Bringt die Luntenschlösser neu in Position, charged mit der Yari-Kavallerie gleichzeitig ebenfalls hier rein und zieht auch noch eine Nodachi-Einheit rein. Also, ihr seht es, gleichzeitig hier hinten mit dem General hat er eine Begleitereinheit hier ausgenommen. Und der Blitzkrieg kommt jetzt nochmal mit einer Yari-Kavallerie-Einheit. Die Bogenkavallerie kann ebenfalls reinfeuern hier und es bloppt hier schon mal wunderschön. Aber ihr seht es. Welch eine Blamage! Ich meine, im Prinzip, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einheiten von dem Blitzkrieg. Die sind einfach untätig, die machen nichts, weil er völlig damit beschäftigt ist, hier sich auf diese Situation zu konzentrieren. Killerfish macht es viel cleverer. Er deckt hier mit seinen Schützeneinheiten ab. Verwickelt seinen Gegner hier in einen Nahkampf. Hat jetzt auch, glaube ich, Banzai ausgelöst hier. Mit den Nodachis, jawohl, dann halten die ein bisschen länger aus. Und ja, pflückt jetzt eigentlich eine Einheit nach der anderen weg. Hat die berittenen Schützen umzufeuern. Er hat seinen Melee-Gen, mit dem er reinkommt. Und ihr seht eigentlich den Effekt, der jetzt ausgelöst wird. Die teure Kavallerie, die Naginata Kriegermönchskavallerie, die ist eigentlich mehr oder weniger Geschichte. Jetzt hier ein schöner Charge mit der Yari-Kavallerie in den General vom Blitzkrieg. Bam! Und ich denke, der General hat damit ja, seine Pferde verloren, weil der war im Wagemut. Und jetzt beginnt eigentlich dieses Spiel, das ich an dieser Killerfisch-Taktik, nicht Blitzkrieg-Taktik, Blödsinn, an dieser Killerfisch-Taktik so faszinierend finde. Und was ihr hier seht, das ist nicht irgendwie einfach wildes Rumrennen, sondern das ist sehr, sehr microintensiv. Das ist schwierig, ja? Weil
Er zieht immer wieder rein mit der Kavallerie, zieht wieder raus, bildet neue Feuerlinien, hält seinen Gegner auf, schießt wieder rein. Er opfert im Prinzip schrittweise immer wieder Einheiten, um den Nahkampfbulk seines Gegners hier zu stoppen und um reinschießen zu können. Ihr könnt jetzt sagen, das ist ein blödes Gekeite, das ist doch nix, komm schon, es ist eben nicht nix. Macht das mal selber, es ist saumäßig schwierig. Man muss extrem, extrem, extrem fit sein in diesem Spiel, um sowas machen zu können. Und ich habe früher hätte ich auch gesagt, ja, das ist Kiten, aber es ist eben nicht Kiten, weil er hat keine Kiter-Armee. Das, was Killerfish hier hat, ist keine Kiter-Armee. Dafür hat er zu viel Infanterie. Ja? Dafür hat er eigentlich zu wenig Bogeneinheiten, zu wenig Lunteneinheiten. Ich meine, hier hinten gurkt einfach noch eine Nodachi-Einheit ums Dojo rum. Und ihr seht, die ganze Schlachtlinie hat sich jetzt doch aufgezogen. Ja? Blitzkrieg hat seine Hauptarmee nach drüben verlagert und der macht das ganz clever. Er schützt seinen General, geht eigentlich relativ besonnen vor. Aber dennoch, letztlich der Effekt ist jetzt der, das Schwert-Dojo ist negiert und der Schein ist negiert, also der gehört niemandem. Und das hätte man ja auch nicht unbedingt denken können, als man gesehen hat, wie diese beiden Spieler aufeinander zumarschiert sind. Killerfish hat ja immer noch Einheiten in der Hinterhand, hat ja noch eine Nodachi-Einheit, er hat einen Naginata-Begleiter. Hat hier noch mehr Nodachis, er hat immer noch seine leichte Kavallerie, die ist noch nicht zum Einsatz gekommen bis jetzt. Und hat die Schlinge um seinen Gegner jetzt eigentlich so ziemlich zugezogen und macht jetzt hier wirklich Terror. Und ihr seht auch, der General, der hat schon über 100 Kills. Und ich kann euch sagen, ich glaube, das wird am Ende die Einheit mit den meisten Kills sein. Schöner Charge mit dem General in die Lundenschlosskriegermönche. Bam. Ja. Wieder eine Fernkampfeinheit weniger. Und das ist ganz entscheidend. Bei so einem Build, wie es Killerfish macht, ist es ganz, ganz wichtig, dass man dem Gegner die Fernkampfeinheiten und die Kavallerie wegnimmt. Weil je weniger Mobilität, das er hier hat, dieser Blitzkrieg, desto größer sind die Chancen, dass Killerfish mit seiner Strategie durchkommt. Und er macht das wirklich ganz, ganz clever. Und ihr seht jetzt auch, ich meine, das sind Naginata Samurai, die sind extrem gut gepanzert und die werden einfach durch die Lundenschlosssalven und durch die Salven der berittenen Schützen werden die einfach zerpflückt. Wir sehen hier wieder so eine Situation. Die berittenen Schützen schießen hier auf die Naginata Samurai. Gleichzeitig flankt Killerfish hier drüben wieder mit den Lundenschloss-Kriegermönchen. Hey, das muss man zuerst mal machen. Er richtet die Kriegermönche wieder neu aus, während sein Gegner mit den Naginata Samurai auf die berittenen Schützen losmarschiert. Und jetzt kommt er sogar noch wieder mit dem General hier rein. Zieht schön weg. Und jetzt kriegen die Naginata Samurai zwei Salven von zwei Einheiten. Ja? Das sind noch 73 Mann. Jetzt sind es noch 51. Und jetzt kommen auch noch die Lundenschloss-Kriegermönche. Blam. 41. Und da ist wieder eine Einheit weg. Ja? Gleichzeitig mit dem Jenny hier hinten nochmal die Wuku-Kämpfer aufgeräumt. Hier hinten blinkt irgendwas. Die leichte Kavallerie. Das haben wir jetzt verpasst. Die haben hier gegen die Yari Samurai gekämpft. Ja, und ihr seht es. Also Blitzkrieg ist ein bisschen überfordert mit dieser ganzen Situation. Und zwar nicht, weil er ein schlechter Spieler ist, sondern weil mit so einer Taktik rechnet man einfach nicht, die Killerfish hier anwendet. Ja? Er verwendet wirklich die Fernkampfeinheiten und die Kavallerie, um immer wieder vorzustoßen, um zurückzuziehen, um vorzustoßen, um zurückzuziehen. Er hat auch noch seine Nodachis hier hinten. Damit bindet er ebenfalls wichtige Einheiten, die sein Gegner eigentlich bräuchte, um hier was reißen zu können. Setzt sich hier hinten ebenfalls durch, kann wieder zum Dojo marschieren und setzt seinen Gegner so zusätzlich nochmal unter Druck. Jetzt ist er sogar mit den berittenen Schützen hier hinten in Nahkampf gegangen und ihr seht, worauf das hinausläuft. Jetzt kommt der Charge mit dem Meligen. Bam! Ja, und damit ist das Spiel vorbei. Also, und ich mache mal kurz Pause. Wir sehen uns die Situation kurz im Überblick nochmal ganz am Schluss an. Erinnert euch, wie es angefangen hat, das Ganze. Massive Infanterieüberlegenheit auf der einen Seite und so ein locker, flockiges, durchmischtes, nicht ganz wirklich durchschaubares Setup auf der anderen Seite. Aber der Effekt dieser ganzen Geschichte, der ist einfach nur brutal, weil Killerfish es einfach verstanden hat, diese Spielmechanik,
die sein Gegner macht, nämlich eben dieses Bulken der Infanterie, dieses Vormarschieren, dieses sich darauf verlassen oder darauf hoffen, dass es zu einem Infight kommt, zu einem Melee-Fight kommt, dem geht er aus dem Weg. Ja? Er geht dem gezielt aus dem Weg, und indem er dieser ganzen Angelegenheit eben aus dem Weg geht, oh, gewinnt er. Hm? War sehr ein schönes Beispiel, finde ich, für diese Killerfish-Taktik. Die er hier wirklich meisterhaft beherrscht, dieser Killerfish. Ich glaube, der hat schon mindestens 10 Turniere gewonnen in Shogun 2. Vermutlich sind es mehr, ich weiß es nicht. Ja. Und wir sehen uns noch ganz kurz die Statistik an in diesem Match. Und ich weiß, dass die Haltung vieler Spieler gegenüber dieser Killerfish-Taktik, gegen diese Art des Spielens, die ist ein bisschen heikel. Viele finden, dass das irgendwie eine Spammerei ist, also dass hier mit nicht ganz korrekten Mitteln gekämpft wird, dass das unehrenhaft sei. Aber wie gesagt, das ist, wenn ihr das selber mal ausprobiert, dann werdet ihr ziemlich schnell herausfinden, dass das extrem vom Micromanagement her ist das wesentlich anspruchsvoller als das, was 90% aller anderen machen. Nämlich das Auflinen mit der Infanterie und das Ergänzen mit den Lunden und der leichten Kavallerie-Komponente. Ja, Statistik spricht eigentlich klar für Killerfish. 1349 zu 633 Kills. Ja, und der Hunter of Spirits, der hat 288 Kills gemacht, dieser Melee-Gen. Das ist wirklich krass. Berittene Schützen 216, Bogenkavallerie 180. Ja, und der Blitzkrieg, der konnte seine Infanterieeinheiten nicht wirklich zur Geltung bringen hier. Ich meine, Level 6 Naginata Samurai mit 92 Kills ist nicht unbedingt so der Hammer. Ja. Und weil es so schön ist und weil es so interessant ist, setzen wir diese Analyse gleich fort und ich zeige euch nochmal eine Schlacht. Und zwar zeige ich euch diesmal ein 2 gegen 2. Ich habe es euch gesagt, ich habe ein paar 2 gegen 2 mit Killerfish gemacht, weil ich probiere seine Strategie auch ein bisschen aus. Und ich werde euch in diesem Gefecht hier zeigen, dass diese Strategie auch in einem 2 gegen 2 oder in einem 3 gegen 3 sehr, sehr gut funktioniert. Unsere Gegner sind jetzt nicht unbedingt die Top-Gegner. Zwei Spieler der Ukrainian Warlords. Ich habe das Replay aber deshalb ausgesucht, weil es ziemlich gut zeigt, wieder den Unterschied zeigt zwischen den beiden Strategien, die hier angewendet werden. Auf der einen Seite haben wir wieder dieses infanterielastige, dieses traditionelle Shogun von den beiden Ukrainian Warlords-Spielern. Und auf der anderen Seite werdet ihr sehen, was Killerfish und ich ins Feld bringen. Und das ist eben, ja, die Killerfish-Taktik. Ich mache mal wieder kurz Pause. Und ich muss dem Jori nochmal zurückschreiben. Oh, das war gar nicht der Jori vorhin. Das war der Yoshisune. Mann, so. Gut. Also, wir gehen ganz kurz durch die Builds. Ich fange bei Killerfish an. Und wie gesagt, also ich habe dieses Replay eigentlich nicht ausgewählt, um euch irgendwie ein besonders super krasses Spiel zu zeigen gegen besonders gute Gegner. Die Jungs hier, die sind sicher nicht schlecht, aber ja, die sind, ich würde mal sagen, im oberen Mittelfeld. Weder richtig schlecht noch richtig gut, sondern wirklich um zu zeigen, wie diese beiden Strategien eben voneinander abweichen. Wir haben den Killerfish wieder mit seiner leichten Kavallerie. Wir haben Kavallerie der Naginata Kriegermönche jetzt, Level 4, er verwendet die also doch auch, aber nicht so häufig wie Yari Kavallerie, aber er hat sie doch auch im Programm. Dann hat er seinen General, wie gewohnt, Melee Gen mit 36 Nahkampfangriff. Dann hat er Kavallerie der Naginata Kriegermönche, Level 6, er hat Long Yari Ashigaru, Level 9, mit Hold Firm. Dann Nodachi, seine bekannten Nodachis, die Level 2 Nodachis, von denen hat er einen, oh, das ist schwierig zu sehen hier, einen, zwei, drei, vier. Dann hat er Yari Kavallerie, gehört bei ihm eigentlich standardmäßig dazu. Dann hat er seine Donnerbüchsen Kavallerie mitgenommen, mit denen spielt er auch ziemlich gerne. Ja, auch so eine Einheit, die ich eigentlich nicht verwende, aber pff, wie gesagt, also bei Killerfish spielt es nicht so eine Rolle. Was haben wir noch? Wir haben noch
Naginata-Begleiter natürlich. Dann haben wir Bogen-Ashigaru. Ich meine, wer nimmt denn schon Bogen-Ashigaru mit? Killefish macht es. Und ihr werdet auch sehen, wieso er sowas macht. Ja, Luntenschloss-Kriegermönche, Luntenschloss-Samurai. Also wieder ziemlich viel Fernkampf. Eher schwache Infanterie, viel Kavallerie. Und das Ganze gedeckelt eigentlich mit Fernkampfeinheiten. Hier mit Bogen-Ashigaru. Die schaue ich mir mal ein bisschen genauer an. Bogen-Ashigaru Level 5. 150er Reichweite. Ah, die sind nicht schlecht. Er hat mir gesagt, er nimmt die eigentlich ganz gerne mit. Weil die ziemlich gut Kills machen können. Und weil das niemand erwartet. Und das ist so ein bisschen typisch für Killerfish. Gut. Ich zeige euch mein Bild, das ich in letzter Zeit ziemlich häufig verwende. Ich habe das ein bisschen bei dem Killerfish abgekupfert. Habe es aber auch ein bisschen so gemacht, dass es eigentlich mein Bild ist. Also ich habe es nicht völlig kopiert, sondern einfach ein bisschen adaptiert. Ich habe meine Wuku-Kämpfer. Die schicke ich schon mal zum Dojo hier, zur Werkstatt, weil es ein wichtiges Dojo ist. Dann habe ich Naginata-Begleiter. Das sind, glaube ich, insgesamt 4 Stück oder sowas. Ich lasse mal ein bisschen vorlaufen, weil ja, man sieht hier sonst nicht so wahnsinnig viel. Ich muss mal aus diesem Wald rauskommen hier. So, marschiert mal schön, Jungs. Also, Naginata-Begleiter sind, glaube ich, insgesamt 4 Stück, die ich hier habe. Dann habe auch ich ziemlich starke Kavallerie. Ich habe Kavallerie der Naginata-Kriegermönche, Level 7. Ich habe Bogenkavallerie, Level 3. Ja, und jetzt geht es hier wieder ziemlich schnell. Bogenkavallerie, Level 3. Ja. Oh, ich habe Yari-Kavallerie, Level 7. Dann habe ich nochmal Bogenkavallerie, Level 3. Oh, ich habe Kavallerie der Naginata-Kriegermönche, Level 3. Und dann habe ich meinen General. Wo ist er denn nun eigentlich genau? Hier ist er. Ich habe auch einen Nahkampfgeneral. Den habe ich über Rüstungsgefolge ebenfalls ziemlich hoch gepusht. Ich habe ihn nicht auf Nahkampfangriff gepusht, sondern auf Nahkampfabwehr. Ich habe dieses legendäre Gefolge gekriegt. Ja, und habe jetzt einen Melee-Gen mit 28 Nahkampfabwehr. Und das ist auch ziemlich stark. Ja, und dazu habe ich eigentlich 2 Einheiten Yari-Samurai. Ich habe, die sind Level 5. Dann habe ich ebenfalls Level 2 Nodachis. Und zwar insgesamt 3 Stück. Ich habe eine Einheit Luntenschloss Kriegermönche und ich habe die Naginata-Begleiter. Ja, das ist eigentlich so meine Armee. Und irgendwo habe ich, glaube ich, auch noch eine leichte Kavallerie. Die gurkt irgendwo hier rum. Ah, die werden wir auch sehen. Ja, die ist irgendwo. Die muss eigentlich irgendwo sein. Ich dachte jedenfalls, ich hätte leichte Kavallerie. Bogenkavallerie, Naginata-Kriegermönchskavallerie. Bogenkavallerie. Ne, doch nicht. Naja, was auch immer. Gut. Ich zeige euch mal ganz kurz jetzt, also ihr seht es, also auch ich wirklich. Sehr mobiles Setup, genauso wie Killerfish. Wir haben beide sehr mobile Setups. Die Infanteriekomponente ist eher, ja, ich sag mal, zurückhaltend. Und im Vergleich dazu sehen wir, was unsere Gegner ins Feld bringen. Die bringen eigentlich diese Standardarmeen. Ich kann es kurz zusammenfassen. Es sind Katana-Samurai, Nodachi-Samurai. Es sind kugelsichere Samurai, alles ziemlich gut geskillt. Er hat hier leichte Kavallerie, Yari-Kavallerie, Yari-Kavallerie und Feuerkavallerie. Hat noch Kriegernonnen hier. Dann hat sein Kumpel hat ebenfalls Nodachis, Katanas, Naginata Samurai. So diese typischen Naginata Samurai eigentlich. Auch die Katanas mit 21 Nahkampfangriff. Katana Samurai. Kavallerie der Naginata Kriegermönche, Kriegermönche. Naginata Samurai, also wirklich auch diese eigentlich vor allem aus Infanterie bestehenden Armeen. Und wir sehen jetzt, was Killerfish macht. Das ist auch immer so etwas, was ich so faszinierend finde. Meistens drückt er gleich zu Beginn des Spiels mit seiner Kavallerie ziemlich unmittelbar vor seinen Gegner, um den ein bisschen zu irritieren. Und er hat hier schon eine leichte Kavallerie mitten im Melee drin. Und ja, stiftet natürlich bereits ordentlich Verwirrung, weil die leichte Kavallerie ist gegen Katana Samurai ziemlich effektiv. Die macht viele, viele Kills gegen Schwerteinheiten, kann eine teure Schwerteinheit massiv schwächen eigentlich. Und wenn man sie dann verliert, ist auch nicht so wahnsinnig tragisch. Ja, Killerfish bezieht hier mal Stellung. Sein Gegner hockt im Wald. Und auf meiner Seite passiert jetzt eigentlich ebenfalls was ganz Ähnliches. Auch ich ziehe meine Kavallerielinie nach vorne, ähnlich wie Killerfish. Und habe natürlich die Bogenkavallerie und mache mit der Bogenkavallerie jetzt genau das, wofür sie eigentlich
ja, wofür sie eigentlich da ist. Ich setze meinen Gegner unter Druck. Ich zwinge ihn dazu, mich anzugreifen. Ich versuche ihn aus der Reserve zu locken, und das macht er auch. Schickt hier seine ganze Kavallerie in den Nahkampf. Und ja, mit meinem Meligen, mit Banzai, das löse ich jetzt hier aus, ist die Situation hier schon mal ziemlich klar. Ich habe auch noch meine Wuku-Kämpfer, die hier reinkommen. Und da ist die Kavallerie von dem Warlord-Spieler schon ziemlich bald mal Geschichte. Und ihr seht es eigentlich, meine Hauptarmee, die ist noch nicht mal im Spiel hier. Killerfish schickt gleichzeitig seine Kavallerie, und innerhalb von kürzester Zeit sind hier bereits drei Einheiten weg, auf dieser Seite. Und ja, mein Gegner schickt jetzt hier tröpfchenweise eine Einheit nach der anderen, und das ist eben tödlich. Killerfish macht es auf der anderen Seite ganz ähnlich, auch das ist eben typisch für diese Strategie. Er verwickelt seinen Gegner hier wirklich in ein mörderisches Gefecht mit der Kavallerie, zieht rein, zieht wieder raus, und erledigt wirklich auch mal so ein bisschen die Terrorarbeit hier drüben, zieht auch wieder zurück. Hat aber ebenfalls eigentlich den Hauptteil seiner Armee immer noch nicht eingesetzt, genauso wie ich. Bis jetzt hat eigentlich nur die Kavallerie gekämpft, ein bisschen unterstützt, vielleicht durch die Bogenkavallerie. Ziehe jetzt meine Kavallerie hier wieder raus. Seine Kavallerie ist weg. Der kugelsichere Samurai ist hier Melee drin. Und ja, wird hier ebenfalls angecharged. Und auch das ist etwas ziemlich Typisches. Ich meine, seht euch das mal an. Der größte Teil von unseren beiden Armeen ist nicht mal im Spiel. Ja? Während unsere Gegner eine Einheit nach der anderen tröpfchenweise in diese Falle reinwerfen. Weil sie eben, ja, weil sie eben nicht, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht die Nerven haben, um zu warten. Und das ist ganz entscheidend bei dieser Strategie. Ja? Ich meine, ich kämpfe hier mit 1, 2, 3, 4, 5, ja, das sind 5 oder 6 Einheiten, eigentlich nur Fernkampfeinheiten. Und er schickt hier seine, ich meine, nur Fernkampf- und Kavallerieeinheiten. Und er schickt hier seine Kriegernonnen, und er schickt seine Kriegermönche, und er schickt seine kugelsicheren Samurai, und er backt das überhaupt nicht ab. Schön eine Einheit nach der anderen. Und ihr seht jetzt hier in diesem Fall auch Kriegermönche sind sehr empfindlich für Rückseitencharges. Bam! So, damit verliert er schon mal kurz zwei extrem teure Einheiten. Eine Level 6 Kriegermönchseinheit. Erst jetzt komme ich hier mit Yari-Samurai, um ein bisschen abzublocken. Und er hat wieder zwei Einheiten verloren. Der anderen Seite Killerfish. Killerfish spielt eigentlich mit 1, 2... Wow, der spielt eigentlich mit 3 Einheiten. Und hat seinen Gegner völlig verunsichert hier. Aber völlig. Während der andere Spieler hier, ja, der hat eigentlich schon verloren, kommt hier mit seinen Kriegern an. Und ihr seht's, ich meine, der Hauptteil meiner Armee und von Killerfishs Armee, die ist nicht mal angetastet. Und das ist eben nicht so, weil wir das... Das ist der Sinn dieser Taktik, besteht darin, eben nicht alles reinzuwerfen, sondern den Gegner dazu zu verleiten, dass er genauso attackiert wie er hier. Schön eins nach dem anderen, verminderte Mobilität, keine Kavallerie mehr. Ja, und auf diese Art und Weise kann man hier mit der Bogenkavallerie, die ich noch übrig habe, ja, kann man seine Gegner besiegen. Und dann passiert meistens das hier. Ja, sie verlassen das Spiel. Ja, ich hoffe, man hat ein bisschen gesehen, was ich gemeint habe. Also, das war jetzt vielleicht ein 2 gegen 2 ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so eine Taktik erklären will. Ich wollte das 2 gegen 2 eigentlich nur zeigen, um zu beweisen, dass die Taktik eben nicht nur im 1 gegen 1 funktioniert, sondern auch im 2 gegen 2. Und ich denke, das Spiel gerade eben hat eben sehr schön gezeigt, dass dieser Effekt, der tritt dann sehr häufig zutage, dass man so das Gefühl bekommt, wow, die haben ja gar nicht ihre ganze Armee eingesetzt. Und das ist effektiv so. Also, ich sehe, bei vielen Spielen von Killerfish fällt mir das auf. Also, meistens kämpft er und am Ende hat man so das Gefühl, der hat eigentlich nur mit einem Drittel seiner Armee gekämpft. Und das stimmt zum Teil, aber es ist natürlich auch bewusst so gemacht. Immer noch was in der Hinterhand zu haben, um nochmal zuschlagen zu können. Und ja, wenn die Gegner sich dann auch auf dieses Spiel einlassen, dann ist das sehr, sehr effektiv. Und ich zeige euch sonst zum glorreichen Abschluss dieser Killerfish-Analyse nochmal ein Spiel von Meister selbst, von Killerfish. Und zwar, denke ich, zeige ich euch... Ja, ich denke euch das
dass er gegen den Iron Snake Sacramentum gespielt hat. Das hat er mir zugeschickt, der Killerfish. Und das, da muss man eigentlich gar nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Das muss man sich einfach mal reinziehen. Ich meine, der Iron Snake Sacramentum ist ein Spieler, der ist extrem weit vorne im Ranking. Das ist auch so ein Spieler, der ziemlich viel von sich hält. Und der spielt genau diesen Armeetypus, den Killerfish eben nicht spielt. Und zwar diese Armee, die extrem über die Skillpunkte und über die Veteranenmarken optimiert ist. Ich zeige euch das gleich hier. Spielen auf Kreuzungen. Und ja, dieser Iron Snake Sacramentum, der hat wirklich so ziemlich alles, was man über optimales Skillen und optimale Clan-Markenverteilung sich ranzüchten kann. Wir haben Naginata-Begleiter, er hat Lundenschloss-Samurai, Lundenschloss-Kriegermönche, dann hat er Level 9 Naginata-Samurai mit Banzai. Er hat kugelsicheren Samurai Level 9, 24 Nahkampfabwehr. Die haben Hold Firm, so wie ich das sehe. Jawohl, haben sie. Dann hat er Naginata Samurai nochmal mit Banzai, ebenfalls Level 9. Er hat Naginata Kriegermönche Level 6 mit 23 Nahkampfabwehr. Er hat einen Longyari Ashigaru Level 9 mit Hold Firm. Er hat einen Naginata Kriegermönch mit 23 Nahkampfabwehr und Level 6. Und ja, er hat seinen General. Das ist so ein bisschen ein Mix. Denk ist eher Führerschaftsgeneral, der ein bisschen auf Nahkampf getrimmt ist. Hat auch noch Kavallerie im Wald. Werden wir gleich sehen. Und im Vergleich dazu kommt wieder Killerfish mit seinem Build, das einfach sowas von unorthodox ist, das aber viel mobiler ist. Yari Kavallerie, sein General, er hat Naginata Begleiter. Dann hat er hier drüben Yari Kavallerie, er hat den Wuku-Kämpfer, um sich das Bogendojo zu holen. Er hat nochmal Yari Kavallerie hier. Schickt Yari Kavallerie auch zum Schwert-Dojo. Ja, und dann hat er hier oben seine Infanterieabteilung. Noch mehr Naginata-Begleiter. Naginata-Begleiter. Level 2 Nodachis, 3 Stück. Nein, diesmal hat er mehr. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück Nodachis mit Level, nur auf Level 2 geskillt. Hat Lundenschloss Kriegermönche, Lundenschloss Samurai und einen Bogensamurai. Also wie schon im Spiel zuvor, wo man es nicht so gut gesehen hat, wie er den Bogen Ashigaru eingesetzt hat, den hat er glaube ich überhaupt nicht eingesetzt, hat er jetzt hier einen Bogensamurai und bezieht jetzt hier Stellung, fächert seine Armee sehr, sehr weit auf und erwartet jetzt eigentlich hier den Angriff seines Gegners. Diese Walze von Infanterie-Überlegenheit, die dieser Next Sacramentum hier ins Feld bringt. Und ich sag nochmal, das ist eigentlich eine typische Armee, wie man sie in den oberen Rankings sehr, sehr häufig antrifft. Und ihr werdet in diesem Spiel meiner Meinung nach sehr, sehr eindrücklich sehen, dass das, was er hier macht, zwar vielleicht von der Ausnutzung der System-Engine her durchaus gekonnt ist, aber eben bezüglich Micromanagement kommt es gegen das, was er hier macht, einfach nicht an, weil das einfach stärker ist, was der Killerfish hier bietet. Und Killerfish weiß, dass er hier noch irgendwo Kavallerie im Wald hat. Das muss er haben, weil die Armee ist doch zu klein. Hier kommt noch Yari-Kavallerie jetzt raus, Feuer-Kavallerie. Und Killerfish mit dem General. Das ist, glaube ich, der einzige Spieler, bei dem der General regelmäßig der erste Mann in der Linie ist. Ja, auch wieder mit einem Bogen ausgerüstet, schießt hier auf diese Einheit. Die Bogensamurai kommen hier ebenfalls mal schön zum Tragen, können ein paar Kills veranstalten, schickt jetzt gleichzeitig die Naginata-Begleiter nach vorne und die Samurai nach hinten. Der Sacramentum setzt jetzt hier zu einem Charge an mit der Yari-Kavallerie, hier sind noch die Wokus. Killerfish drückt zurück mit der Yari-Kavallerie, nimmt die Feuerkavallerie und die Yari-Kavallerie ins Sandwich, kommt gleichzeitig mit einer Yari-Kavallerie hier. Und ja, was dazu führen wird, dass diese Kavallerieeinheit vom Sacramentum bald Geschichte sein wird. Hat hier einen Charge lanciert mit Naginata-Begleitern. Und kann jetzt natürlich seine Fernkampfüberlegenheit schon ziemlich bald optimal ausnutzen, weil er hat ja das Bogendojo. Das heißt, er hat eine erhöhte Nachladerate aller Geschosseinheiten. Und jetzt seht ihr mal, was er hier für einen Feuerzauber veranstalten kann. Ganz wichtig, hier drüben. An der Flanke setzt sich Killerfish durch. Er drückt seinen Gegner hier weg und hat sich durchgesetzt. Jetzt hat er die Mobilität, aber er braucht sie nicht mal. Schön blockt hier
bringt einen Nodachi nach dem anderen in den Infight. Wunderschöner Volley hier auf den General, der ist weg, praktisch tot. Ja, und ihr seht es wundersamerweise, ich meine, da verstehe ich, dass es teilweise Spieler gibt, die dann sagen, das kann doch nicht wahr sein, das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Der hat doch beschissen. Nein, er hat eben nicht beschissen, sondern er nutzt eben das perfekt aus, was das Spiel hergibt. Er bringt jetzt den Moralschock, er hat den General seines Gegners weggeschossen, hat seinen Gegner umrundet und drückt den jetzt einfach raus aus diesem Spiel. Und ich meine, ich habe noch nie so eine Armee wie die von dem Next Sacramentum so schnell wegrennen sehen wie in diesem Replay. Das ist einfach nur krass. Aber es ist erklärbar. Es ist eben erklärbar. Es ist logisch. Es ist absolut logisch. Weil Killerfish seinem Gegner zwar nicht punkto Hau drauf und Schlusskomponente ebenbürtig ist. Also er kann ihn im Melee, kann er ihm nichts, aber auch nichts entgegenbringen. Aber er hat die Mobilität. Und über die Mobilität, und er hat die Feuerkraft auch. Und über Mobilität und Feuerkraft, ja, kann er eben all diese Effekte voll zum Tragen bringen, die in Shogun ganz, ganz wichtig sind. Ich meine, sein General steht hier unten. Hallo? Die meisten anderen Spieler würden den General jetzt irgendwo hier platzieren, um zu hoffen, dass der den Einheiten einen richtigen Moralboost gibt. Ah, Killerfish macht das nicht. Und es ist saumäßig effektiv. Und die Statistik von dieser Schlacht, die ist sowas von vielsagend. Das schlägt dem Fass dann irgendwie den Boden aus. Sehen uns das gleich an. Ja. Killerfish 1021 Kills. Next Sacramentum 424 Kills. Jo. Nodachis 130 Kills von Killerfish. Aber eben, die Nodachis, eine Infanterieeinheit, die meisten Kills gemacht hat. Sonst alles eher durchschnittlich. Ja, und seht euch mal diese super, 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 super Infanterie gezüchtete Mega-Armee an von dem Next Sacramentum. Die ist einfach weg. Ja. Sehr interessantes Setup, finde ich. Sehr interessante Spielweise. Sehr unorthodox. Nicht unbedingt beliebt bei vielen Spielern. Also wenn man... Ich spiele ja auch in letzter Zeit ziemlich häufig mit so einer Art ähnlichen Strategie wie Killerfish. Ich kann es nicht so gut wie er, aber ich versuche es. Und was man da schon merkt, ist, dass man, wenn man auf andere Spieler trifft, die extrem auf ihre Infanterie vertrauen und extrem auf ihre Durchschlagskraft vertrauen, und wenn die dann verlieren, dann wird man teilweise ziemlich übel beschimpft, und es fallen dann wirklich diese Begriffe wie Spam, wie Cheat, wie das geht doch nicht und das ist doch nicht lustig. Und na, muss aber sagen, es ist eben nicht so. Es ist kein Spam, es ist auch kein Cheat, es ist nichts dran, was irgendwie falsch wäre, sondern es ist einfach eine andere Strategie, dieses Spiel zu spielen. Und ich denke, ja, richtigen Sportsgeist gehört auch dazu, dass man sowas akzeptiert. Und ja, werde das jetzt sicherlich noch ein bisschen weiterspielen, weil ich finde einfach den Ansatz absolut faszinierend, den Killerfish hier gewählt hat. Und letztlich gibt ihm sein Erfolg auch ein bisschen recht. Und ich hoffe, ihr habt durch diese Replays ein bisschen Einblick bekommen in die Art und Weise, wie dieses Spiel funktioniert. Also dieses Killerfish-Spiel funktioniert. Und ich hoffe auch, dass ich vielleicht mit dem einen oder anderen, ja, Vorurteil ein bisschen habe aufräumen können. Da gibt es doch ziemlich viele Vorurteile, die gegenüber dieser Art und Weise des Spielens vorhanden sind. Aber ich denke nochmal, zusammenfassend gesagt, muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr schwierig so zu spielen. Es erfordert sehr, sehr viel Micromanagement. Es ist nicht etwas, was nicht jeder wahrscheinlich kann und nicht jeder machen will, aber man sollte es deshalb nicht geringschätzen. Ja. Also, wenn ihr das nächste Mal auf so einen Gegner trefft, dann beleidigt ihn vielleicht nicht per Chat, sondern schaut zuerst mal, wie er spielt. Und ja, dann macht euch auch den einen oder anderen Gedanken dazu. Und ich sag tschüss.